Wenn Touristen in die Hauptstadt Großbritanniens kommen, lieben sie es, die Grenadier Guards zu fotografieren. Diese Soldaten sind auf der ganzen Welt berühmt dafür, nicht nur stundenlang auf ihrem Posten zu stehen, ohne sich zu bewegen, sondern auch für ihre ungewöhnliche Uniform. Die Pelzmütze mit einer Höhe von 45,7 cm mag einigen komisch erscheinen, aber sie reagieren wirklich nicht auf die Öffentlichkeit. Aber wenn jemand versucht, sie zu verspotten, dürfen sie Gewalt anwenden. Und wenn man bedenkt, dass nur die besten Soldaten für die Garde zugelassen werden, würden wir nicht empfehlen, sie zu ärgern. Tatsächlich ist dieser Hut kein nutzloses Accessoire, sondern ein wichtiger, schützender Teil der Uniform eines Soldaten. Aber natürlich verwenden moderne Militäruniformen und Kampfanzüge viel häufiger Hochtechnologie und sehen nicht nur beeindruckend, sondern auch futuristisch aus. Wir haben die 10 spektakulärsten und mächtigsten Kampfanzüge der Welt zusammengestellt. Einer von ihnen ist der Future Force Warrior. Er hat ein beeindruckendes Design. Der Hauptbestandteil der Future Force Warrior Uniform ist die spezielle dynamische Rüstung. Sie ist nicht dicker als 1 Zoll, aber ein spezielles Material macht es effektiver als die meisten modernen Rüstungswesten. Und dieses Konzept könnte 2020 in Betrieb genommen werden. In diesem Projekt werden magnetische, rheologische Flüssigkeiten verwendet, deren Dichte der von Öl ähnelt. Im Normalzustand haftet ein Anzug aus diesem Material wie ein Badeanzug fest am Körper. Aber in dem Moment, in dem der Soldat einen Befehl gibt, wird die Flüssigkeit in nur 0,001 Sekunde steinhart. Natürlich ist das nur eine der Verteidigungsebenen. Die Ingenieure dieses Projekts experimentieren auch mit anderen Materialien, einer Mischung aus Polyethylenglykol und Nanobit-Silica. Diese Substanzen verfestigen sich unabhängig voneinander, sobald sie getroffen werden. Und wenn die Energiequelle eines Schlags abnimmt, werden sie wieder weich. Die äußere Schicht der Rüstung ähnelt der eines mittelalterlichen Kriegers. Das Schild, der Helm. Aber der Soldat spürt das Gewicht dieser Rüstung fast nicht, daher bildet sie ein flexibles Exoskelett. Ein schicker Anzug, der den Soldaten trägt und seine Bewegungen unterstützt. Das macht ihn 300% stärker. In Anbetracht seines geringen Gewichts kann der Soldat so mehrere Meter nach oben oder zur Seite springen, um die Gefahrenzone schnell zu verlassen. Aber das ist nicht alles. Eines der wichtigsten Merkmale dieser leistungsstarken Uniform eines zukünftigen amerikanischen Soldaten ist das Echtzeit-Gesundheitsüberwachungssystem. Dieses System heißt WPSM, Warfighter Physiological Status Monitor. Minisensoren kommen hier ins Spiel. Sie müssen die Daten über Körpertemperatur, Blutdruck und andere Vitalfunktionen des Soldaten sammeln und sie in Diagrammen und Zahlen auf dem Monitor seines Helms übersetzen. Die gleichen Daten werden an das System gesendet. Wenn sich zum Beispiel ein Soldat das Bein bricht, gibt der Computer dem Anzug unabhängig einen Befehl und die flüssigen Polymere härten aus, um eine Schiene zu bilden. Und wenn eine Verletzung auftritt, spannt sich der dichte Stoff um die Haut und hemmt den Blutverlust. Die engsten Rivalen für die US-amerikanischen Entwickler sind die Russen. Sie schufen eine Militäruniform namens Ratnik 3. Es ist die dritte Generation eines Exoskeletts, während das derzeit verwendete nur ein passiver Schutz ist. Es ist einfach ein kugelsicherer Anzug, der die Bewegungen des Soldaten nicht verbessert. Der Prototyp eines aktiven Exoskeletts ähnelt dem amerikanischen Analogon, konzentriert sich jedoch anstelle der neuesten Materialien auf etwas anderes. Anstelle von Leichtigkeit und Mobilität liegt der Fokus auf der Macht. Der Anzug des zukünftigen Kriegers der Russen ist viel massiver. Aber der Soldat darin fühlt sich nicht unwohl, weil die Uniform eine Rolle als Exoskelett spielt und die menschliche Kraft vervielfacht. Mit einer Hand aus einem schweren Maschinengewehr schießen und Gewichte und Munition bis zu 150 Kilogramm tragen, das ist nur ein Teil dessen, was der Ratnik 3 zulässt. Dieses Exoskelett besteht aus Titan und verwendet einen Elektromotor, der einen Tag lang ohne Aufladen funktioniert. Außerdem soll ein System von Vitalzeichensensoren in den Anzug eingebettet werden. Darüber hinaus soll das Fußrad mit speziellen Minensuchgeräten ausgestattet werden. Es wird erwartet, dass der Anzug bei extremen Temperaturen funktioniert, plus 50 bis minus 50 Grad Celsius. Hast du schon von den strengen russischen Wintern gehört? Nun, dieser Anzug schützt problemlos. Ebenso kühlt er bei einem sengenden Sommer in der Wüste.
Die britischen Entwickler von Militärpanzern setzen eher auf Mobilität als auf Macht. Die Kommunikationsmittel, Sensoren, Computer, alle müssen koordiniert und aufgeladen werden. Und die Batterien und Fernbedienungen können ziemlich viel wiegen, während in einem Kampf sogar eine Sekunde Verzögerung ein Leben kosten kann. Ein britisches Unternehmen namens Intelligent Textiles hat eine Antwort gefunden. Seine Wissenschaftler haben einen Stoff entwickelt, der wie ein flexibler Computer funktioniert. Möchtest du eine Tastatur auf deinem Jackenärmel? Keine zerbrechlichen Elemente, nur elastische, flexible und sehr haltbare Textilien werden für die Computerjacke verwendet. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. Der Computeranzug verfügt über ein Spread-Signalsystem. Selbst wenn der Stoff beschädigt ist, suchen die Fasern nach einer alternativen Möglichkeit, das Signal durch die intakten Teile zu übertragen. Und während die Exoskelette in den USA und Russland gerade in Dienst gestellt werden, haben die Briten bereits 2012 Experimente zur Schaffung einer so coolen Militäruniform durchgeführt. Großbritannien hat jedoch ein einheitliches Konzept, das in Bezug auf den Schutz genauso gut ist wie die amerikanischen oder russischen Uniformen. Das Projekt heißt FIST, Future Integrated Soldier Technology. Und wurde größtenteils in das Leben eines modernen britischen Soldaten integriert, da seine Entwicklung im fernen 1994 begonnen hatte. 2015 befand es sich bereits in der Phase der Implementierung. Etwa 30.000 bis 35.000 Krieger werden voraussichtlich 2020 mit diesen Anzügen ausgerüstet sein. Anstelle des Exoskeletts liegt der Schwerpunkt auf der Elektronik. Ein Kartensystem, Zielortungsgeräte, effektive Entfernungsmesser. All diese Tools sollen dem Soldaten helfen, die umfassendsten Informationen über seine Umgebung zu erhalten. Und da die elektronischen Module in diesem Anzug mehrere sind, werden die Batterien der neuen Generation ein wichtiger Bestandteil dieser Uniform sein. Sieht dieser Helm nicht wie die Ausrüstung eines Bikers aus? Aber die spanische Rüstung namens Comfut sieht exotisch aus. Ein Soldat, der es trägt, sieht aus wie eine Figur in einem Actionfilm. Ein ungewöhnliches Detail des Aussehens des Soldaten ist der besondere Anblick. Der Soldat muss die Waffe nicht mehr in der Nähe seines Gesichts halten. Am Gewehr ist ein ferngesteuertes Monokelvisier angebracht, das in unvorhergesehenen Situationen eine schnelle Aktion ermöglicht und die Manövrierfähigkeit erhöht. Zum Beispiel ist es möglich, um die Ecke zu schießen, wenn nur die Waffe ausgestreckt ist. Und natürlich die Rüstung selbst. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Schutz von Ellenbogen und Knien sowie einer flexiblen, kugelsicheren Weste. Außerdem verfügt Comfut über ein Schweißauslasssystem. Das Feature hätten die Amis auch haben sollen, richtig? Das französische Programm hat seine eigenen Spezialitäten. Es heißt Feline. Es werden auch Textilien anstelle hochmoderner Nanotechnologien verwendet. Aber dieser Stoff ist äußerst ungewöhnlich. Er ist feuerfest, wasserbeständig, blutsaugend, beinhaltet einen Insektenschutz und ist atmungsaktiv. Er gibt Wasser ab und verkleidet den Soldaten sogar in einem Infrarotspektrum. Scheint so, als ob die Franzosen zu allem bereit sind. Wahrscheinlich ja. Es ist schwer, sie mit extremen Kampfbedingungen zu beeindrucken. Denn dieser Anzug enthält auch einen speziellen Helm. Er ist nicht nur mit Kommunikationsmitteln und einem Informationsanzeigesystem ausgestattet, sondern auch mit einer speziellen Maske. Die schützt den Soldaten vor dem Versprühen von Gas oder Gift. Und der Soldat kann essen und trinken, ohne sie auszuziehen. Die deutschen Entwickler von Militärtechnologien scheinen wiederum nicht so besorgt über den Komfort der Soldaten zu sein. Mit einer gewissenhaften Sorgfalt bieten sie maximalen Profilschutz. Ihr Projekt eines Mehrzweck-Kriegsanzugs hat einen kniffligen Namen, ITZES, und es ähnelt ähnlichen Anzügen anderer Länder. Der gleiche Schwerpunkt wird auf die Hybridisierung des Kriegers und seiner Rüstung gelegt. Und er hat die gleichen hochtechnologischen Navigationswerkzeuge. Aber er hat auch etwas Einzigartiges. Der Anzug ist der tragbare Minicomputer, der Navigation und Befehl kombiniert. Wenn der Soldat auf dem Schlachtfeld ist und gleichzeitig die Umgebung beobachtet, sieht er gleichzeitig auf einem Display den Standort der befreundeten Streitkräfte, die Versetzung seiner Partner und die Befehle seines Chefs. Und er sieht sich sogar auf einer interaktiven Karte. Dadurch können die Aktionen viel effektiver koordiniert werden. Die Rüstung selbst verfügt über mehrere Profilsubsysteme, von denen eines vor Schusswaffen schützt, das andere vor Stößen, zum Beispiel durch stumpfe Gegenstände, und noch eines vor Massenvernichtungswaffen.
Schutz und automatische Informationserfassung mittels eingebauter Elektronik sind schon cool. Mobilität ist jedoch sehr wichtig. Chinesische Militärentwickler haben ihre Technologie, ein Kontur-Exoskelett, nach diesem Prinzip aufgebaut. Es ist weder ein Anzug noch eine Rüstung. Es ist genau das zweite äußere Skelett des Soldaten. Das Gerät wird über der normalen Uniform getragen und an Knien, Rücken und Armen befestigt. Dieses Exoskelett hat eine sehr beeindruckende Funktion: Soldaten eine Supermacht zu geben. Das Gerät liest die Bewegungen des Kriegers und unterstützt sie mit einem Effektivitätsverhältnis von 5:1. Das bedeutet, dass der Mann 5-mal stärker wird. Während eines der Experimente hob ein Soldat 45 Kilogramm an, ohne sichtbare Anstrengung, über eine lange Zeit. Dies bedeutet, dass eine Raketenkiste nicht schwerer ist als ein durchschnittlicher Rucksack. Tatsächlich erkennen auch die anderen Unternehmen, wie wichtig es ist, die physische Kraft der Soldaten zu verbessern. Zwar kämpft niemand mehr mit Schwertern, aber die Fähigkeit, Gewichte zu tragen, ist extrem wichtig. Deshalb arbeitet Lockheed Martin, ein privates amerikanisches Unternehmen, jetzt an einem Exoskelett, das den Körper nicht vollständig bedeckt, sondern die Arme und Beine des Soldaten stärker macht. Gegenwärtig ist die Arbeit des Unternehmens vertraulich. Aber laut seinen Ingenieuren wird ein Krieger in dieser Rüstung buchstäblich unermüdlich. Die Batterien des Geräts sind für einen 8-stündigen Betrieb ohne Unterbrechung ausgelegt. Und während dieser ganzen Zeit kann der Soldat mit der Geschwindigkeit eines Fahrrads laufen, mehrere 10 Pfund Last tragen und sich über mehrere Kilometer im Gelände bewegen. Und es wird 2020 in Betrieb genommen. Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und mehrere andere europäische Länder arbeiten derzeit auf Initiative der Organisation des Nordatlantik-Vertrags an diesen Militäranzügen. Aber natürlich sind die USA auf diesem Gebiet am erfolgreichsten. Wie wäre für dich ein Iron Man-Anzug? Er heißt Talos, Tactical Assault Light Operator Suit. Er besteht aus etwa 800 Teilen, von denen 26 leistungsstarke Panzerplatten sind. Gleichzeitig ist der Anzug ein Exoskelett, was bedeutet, dass er den Soldaten nicht belastet, sondern ihn im Gegenteil stärker und agiler macht. Die genauen Eigenschaften sind absolut vertraulich, aber wir haben festgestellt, dass es sich um eine Metallverbundlegierung handelt. Seine Haltbarkeit ermöglicht es, Fragmentschläge und sogar direkte Schüsse von mächtigen automatischen Militärwaffen aufzuhalten. Im Falle einer Verletzung verfügt der Anzug über speziell eingebaute Luftkissen. Wenn es Informationen über eine Verletzung erhält, werden diese Kissen automatisch mit Luft gefüllt und drücken gegen den Körper. Der Anzug hat auch ein Thermoregulationssystem und der Helm hat mehrere Linsen, die die Analyse der Umgebung in einem erweiterten Spektrum und mit Augmented Reality ermöglichen. Das heißt, wenn ein Soldat, der einen Future Force Warrior Suit trägt, so etwas wie ein Attentäter ist, schnell und leicht, dann ist Talos ein Rüstungsanzug, der einen Menschen in einen Panzer verwandelt. Welche Strategie hältst du für effektiv? Schutz mit neuen, aber traditionellen Materialien? Oder Einsatz von Nanotechnologien und anderen experimentellen Substanzen? Bitte gib deine Antworten in die Kommentare unten ein. Like und abonniere unseren Kanal und erzähl deinen Freunden von uns.